Sonntagmorgen, letzte Kontrollen vor dem Check-in in den Wechselbereich. Sollte schließlich alles mit rechten Dingen zugehen. Organisator Volker Hoffmann hatte allerdings schon Sorgen vor dem Start. Beim Abfahren der Strecke hat es einen Unfall mit einem Begleitmotorrad gegeben, der den Wettbewerb jedoch am Ende nicht beeinträchtigen sollte. Der erste Start, dann der des Powerman Youth. Drei Jugendliche wurden zunächst von diesen Athleten verabschiedet, die eine Minute später auf die Strecke gingen. Vom Powerman Light hier ging es über 5 Kilometer Lauf, 20 Kilometer Rad und nochmals 2,5 Kilometer Lauf. Die schnellsten im Wechselgarten waren er hier, Christian Zwerner, der Plauner, gefolgt vom Reichenbacher Kai Schönbeck, der ein starker Radfahrer ist und Zwerner auch auf der Radstrecke überholen sollte. Schnellste Frau von der LG Vogtland, Jana Kurt, strebte zu diesem Zeitpunkt schon einem Startzielsieg entgegen. Und dann formierte sich schon das Starterfeld für den großen Kanten. Hier war die Weltelite vertreten, vorangenannt Jöri Wanstland, Welt- und Europameister, die Vorjahreszweite Susan Svensson aus Dänemark, der Vorjahreszweite Matt Moorhouse aus Großbritannien hier im Bild. Also das war schon die Creme de la Creme der Powermänner, die hier am Start war und die dann um 10.15 Uhr auf die Strecke ging. 16 Kilometer Lauf, 64 Kilometer Rad und nochmals 8 Kilometer Lauf. Klar war, es würde zwei neue Sieger geben, denn die beiden Vorjahressieger Andy Sütz aus der Schweiz und die Vogtländerin Ulrike Schwalbe waren je verletzungsbedingt nicht mit dabei. Erste Impressionen vom ersten Lauf über die 16 Kilometer im Wald, sicherlich noch ganz annehmbar, und bei Kilometer 12 sehen wir den Favoriten Jöri Wanstland, den Niederländer, wie gesagt, Welt- und Europameister, schon weit in Führung. Zu diesem Zeitpunkt noch vor dem Belgier Windecourt, der allerdings auf der Radstrecke ordentlich durchgereicht wurde und dann schon die ersten Verfolgergrüppchen. Hier der Vorjahreszweite Matt Moorhouse. Seine Stärken liegen bekanntlich ja auf der Radstrecke. Bei den Damen Christine Schleifer vom Tri-Team Heuchelberg an erster Stelle. Sie war die Stärkste auf der Laufstrecke, wie auch er hier, der riesen Vorsprung hatte, als er dann mit Uhrwerkschritten im Wechselbereich einlief und als erster demzufolge auch auf die 64 Kilometer lange Radstrecke ging. Von Falkenstein bis Klingenthal ein sehr anspruchsvolles Streckenprofil mit knackigen Anstiegen und rasanten Abfahrten. Zweimal zu bewältigen und wir liefern Impressionen eben von dieser Radstrecke. Das Feld selektierte sich gleich nach Falkenstein. Der erste böse Anstieg hinauf nach Ellefeld. Und die Vorjahreszweite Susan Svensson, zu diesem Zeitpunkt auch schon an zwei, hatte sich auf die Verfolgung gemacht von Christine Schleifer, deren Vorsprung Sekunde um Sekunde schrumpfen sollte. Wir haben Bilder von der Wende in Klingenthal nach einer rasanten Abfahrt ging es den Berg jetzt natürlich wieder Richtung Falkenstein hinauf. Und im Feld der Herren hat es auch einige Bewegungen gegeben. Wie gesagt, Matt Moorhouse sehr stark auf dem Rad, zu diesem Zeitpunkt schon an Position 2. Seinen Rückstand auf den Weltmeister jedoch konnte er nicht verkürzen. In der Turmhalle am Sport- und Freizeitpark gab es zwischenzeitlich schon die Siegerehrungen des Powerman Light. Bei den Herren gewann der Reichenbacher Kai Schönbeck vor Christian Zwerner und Sebastian Frey. Bei den Frauen, hatte ich auch schon erwähnt, siegte Jana Kurt vor Bettina Galene und Melanie Anus. Vor der Turnhalle jetzt schon reges Treiben bei Wendebetrieb. Wie gesagt, die Radstrecke musste ja zweimal absolviert werden. Viele fleißige Helfer damit bemüht, den Athleten Erfrischungsgetränke zu reichen. Es war jetzt schon ordentlich heiß und sie war bei den Frauen bereits in Führung gegangen auf dem ersten Teil der Radstrecke, die Dänin Susan Svensson. Bei den Herren ein unverändertes Bild. Letzter Wechsel nach dem Rad. Wanstland nach wie vor vorn, wirkte auch frisch und sollte sich den Sieg nicht mehr nehmen lassen. An Position 2 nach wie vor Matt Moorhouse, Dritter, der Vorjahresdritte Wim Nieuwerk aus den Niederlanden. Und die Vorjahressiegzeit von 3:11:48 war gerade abgelaufen. Da kam auch der Gesamtsieger 2012 ins Ziel.
Jöri Wanzteland mit einem Start-Zielsieg sozusagen vor dem Vorjahreszweiten Matt Moorhouse aus Großbritannien. Dritter wird Wim Nieuwerk aus den Niederlanden. Das beste deutsche Resultat holte Sebastian Retzler vom TV Grenzach mit Rang 6. Und natürlich schauen wir auch noch auf die Entscheidungsfindung bei den Damen. Nach ihrem zweiten Platz im Vorjahr durfte sie diesmal ganz oben aufs Treppchen, die Dänin Susan Svensson. Zweite wird die Niederländerin May Kerstens und dritte die deutsche Christine Schleifer vom Tri-Team Heuchelberg. Robin, hier, du bist außerhalb, du musst mal zurück. Nein, das macht man doch nicht, du musst über das... Ja, die Sicherheit bei den Frauen! Mit der 12! Susanne Svensson!